Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro New Game Plus mit den erschwerten Bedingungen. Heute werde ich nicht vergessen zu sagen, wo ich denke, dass wir heute enden. Ich hoffe, wir enden heute direkt vor dem Bosskampf bei Genichiro. Das ist relativ vage, weil ich dadurch nicht sage, was ich so alles bis dato machen möchte. Eine Sache, die ich definitiv machen möchte. Nee, wir haben das schon mit den. Wir haben schon bei der von den einen das geholt, oder? Wir haben schon die Blutprobe zu Emma gebracht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Wir haben dafür, glaube ich, kein Item im Inventar. Wir haben immer noch die Fäuleproben, aber ich glaube, wir haben es schon uns geholt. Wie dem auch sei, ich habe mir überlegt, jetzt gerade 20 Sekunden näher vor der Aufnahme, wie ich das hier machen kann vernünftig. Und ich bin tatsächlich auf eine Idee gekommen, wie ich das hier vernünftig lösen kann. Und zwar haben wir eine Fähigkeit, die uns schon bei dem zweiten 7-Speere-Kampf im ersten Durchlauf geholfen hat. Puppenspieler! Also da man den Boss höchstwahrscheinlich nicht Puppenspielern kann, werde ich einfach einen seiner Minions Puppenspielern und dann macht mein Minion einfach entweder die anderen Kleinen platt oder er distractet den Miniboss, während ich die anderen platt mache. Ich hoffe mal, das ist eine relativ sinnvolle Strategie. Nein. Okay, ich hab verschissen. Okay, ja. Das ist gut, okay. So. Ah nein, au, scheiße. Okay, ich bleib mal relativ in seiner Nähe. Damit er nicht seinen Move machen kann, genau den hier. Ja, okay. Okay, jetzt macht er. Nee, macht er doch nicht. Ich dachte, jetzt macht er hundertprozentig den hier, genau. Oh nein, ich... Fuck, ich bin tot. Scheiße. Scheiße, okay. Warum hat das allerdings nicht geklappt mit dem Minion? Bin ich dumm? Diese ganzen Spezialfähigkeiten, die ich im ersten Durchlauf verwendet habe, sind alle für'n Arsch. Also in New Game Plus hast du quasi wirklich nur noch... Oder ich habe gerade irgendwas falsch gemacht. Kann es sein, dass... Ja, rein theoretisch könnte es sein, dass wenn man einen, also von oben einen Angriff macht, dass man dann nicht das hinkriegt. Aber das wäre echt ein bisschen beschissen. Dass man sich wirklich von hinten an die ran schleichen muss. Ich schau mal ganz kurz, ob das da steht. Verbrauch Geistembleme, Marionette wird nach dem Willen. Nach Hinterrücks Todesschlag. Oh, also es ist nur nach Hinterrücks. Okay, gut, dann... Er macht nix! Nein, scheiße, Alter, hier! Ganz ehrlich. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die Fähigkeit der Gegner einen zu spotten im New Game Plus höher ist als im normalen New Game. Also das skaliert hundertprozentig. So, Genshins Geistschutz. Das Problem ist, irgendwann habe ich keine Geistembleme mehr. Und das Farmen dauert ewig.
Wobei, vielleicht ist das wieder eine gute Farmingstelle. Ich bin ein... Jetzt habe ich vergessen, auf den Knopf zu drücken, weil ich so... Weil ich wieder gedacht habe, jetzt geht... Es geht sicher wieder nicht. Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller? Hier kurz warten, dass sie... Ja, es dauert zu lange, dadurch ist mein Konfekt wieder weg. Ja, natürlich, und das Konfekt... Wow, das Konfekt wirkt nicht durch die Rastenanimation hindurch. Okay, also manche dieser Designentscheidungen im New Game Plus finde ich nicht Bombe. So, und jetzt spam ich einfach R1. So. Du hilfst mir jetzt, du Arschloch! Komm, fix sie! Fix sie! Genau! Er lenkt den Miniboss ab. Nein! Hallo! Wie wär's? Ja. Was ich jetzt mache, ist sehr einfach. Ich werde mich jetzt einfach verpieseln. Oh, hier ist noch ein Item. Hallo. Aber ich habe hier alles ge... Was? Ich habe hier alles ge... Was? Hallo? Wie wär's, wenn du... Danke. Ja. Genau das wollte ich. So. Jetzt sind die alle down. Ich kann mir eine Heilung gönnen. Krieg jetzt einen Hinterrückstodesschlag, hoffentlich. Ja, hier sind alle down. Der hat meinen Minion platt gemacht. Das macht aber nichts. Hol mir mein Gold. So, und jetzt... Jetzt... Alter, man muss hier echt taktisch spielen. Durch diese Erschwerung. Und jetzt machen wir den hier. Es hilft mir nicht. Wobei, doch... Moment, eine Sache will ich probieren. Verleihungsninja. Erweitert Reichweite der Klinge. Das wäre eigentlich vielleicht auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das... Das ist alles nur Hinterrückstodesschlag. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, nee, das kann ich jetzt nämlich nicht machen. Macht nix. Oh nein, scheiße, jetzt habe ich den Michi-Counter nicht als solchen wahrgenommen. Ja, genau. Nee, das ist nicht so gut. Ha, okay, was auch immer jetzt gerade passiert ist. Ha, nein! Nein? Okay, komm. Na, oh ja, okay. Ja, okay, Gott sei Dank, Alter. Das war ein Fight. Der hat mich zu lange gekostet. Zu viel Zeit. Ah, dafür ist hier eine Truhe. War hier ein Kürbissamen drin beim ersten Mal? Ich weiß es nicht. Kann sein, weil göttliches Gras und diese Jizi-Statuen sind der Ersatz. Der Ersatz. Gut, nachdem wir den jetzt hier weggemacht haben, haben wir, glaube ich, wieder einigermaßen gut Gold. Und außerdem möchte ich hier ganz kurz schauen, ob das hier als Farming Area noch vernünftig ist. Wir werden heute wahrscheinlich nicht bis Genichiro kommen, weil ich muss heute eine Folge mehr aufnehmen.
Und die trotzdem noch hier rendern, weil die Folge nehme ich jetzt hier am Samstag auf, wenn ihr sie seht. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen später wieder. Aber ich muss halt eine Folge mehr aufnehmen, weil ich sonst nie wieder pünktlich Folgen bringen werde, wenn ich nicht mindestens einen Tag im Voraus aufgenommen habe. Ja, wie viel Kohle? 192 pro Ding. Sind fast 4 Geistembleme. Fast 4 Geistembleme sind eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das sind insgesamt 15 Geistembleme in einer Farmrunde. Das ist jetzt nicht schlecht, wie gesagt. Vor allen Dingen, wir haben jetzt 250, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang nicht farmen. Und ja, wir werden nicht zu Emma gehen für den Dragon Rot Cure. Also für das Verbesserung, bis wir zumindest hier... Du bist weg, oder? Ja. Bis wir nicht zumindest nach Genichiro sind und den Shortcut haben, weil... Warum? Nein, ich wollte eigentlich da lang. So, und jetzt ist hier irgendwo der Typ, oder? Ich werde sicherheitshalber mal den hier machen, weil... Ich hätte Arcus Konfekt verwenden können bei den Mini... Ich muss bei den Mini-Bossen echt Arcus Konfekt verwenden. So, genau. Oh, hallo. Ich dachte... Au. So, komm runter. Jetzt frage ich mich aber... gerade... Ich habe immer noch das Konfekt. Okay, nee, aber der sieht mich trotzdem, wenn ich so direkt vor ihm bin. Oh nein, hier ist noch einer! Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Bitte sage, jetzt kommt keiner von hinten. Nein, natürlich, natürlich! Ach, F you. Aber vielleicht kann ich... Vielleicht... Ja. Immerhin. Okay, das ist jetzt nicht optimal. Ach, Alter. Ernsthaft? Ernsthaft, du hast jetzt deine komischen Schurken? Komm her! Fight! Fighte mich! Ernsthaft? Du bist doch so ein mieser Waschlappen. Mach einen Abgang nach hinten. Ach ja, die sind ja so langsam im Angreifen, dass nur Attackieren eigentlich reicht. Habe ich vergessen. Weil die halt gegen Ende nicht mehr kamen, habe ich so ein bisschen... Oh, oh nein. Ja, aber das macht nichts, weil ich glaube... Ich glaube, dich kann man auch besiegen, indem man... Okay, nein, dich kann man vielleicht auch nicht so besiegen, weil du... Er macht nichts. Ich habe Heilung. Hallo, warum bin ich gerade durch den durchgegangen? Ah doch, man kann doch so gegen die kämpfen und gewinnen, offenbar. Alter, aber die Gegnertypen sind definitiv im New Game Plus schwieriger, weil... Die habe ich neulich erst mit meinem Zweitcharakter bekämpft und da waren die wirklich easy. Also nicht wirklich, wirklich easy, aber nicht schwer. Definitiv nicht so wie das hier gerade.
An der Kante hängen. Fallen lassen. An der Kante hängen. Jetzt sind wir mal ultra sneaky, beziehungsweise... Okay, das geht. Gott sei Dank. Dann gehen wir einfach hier unten rum. Ja, das geht. Ich hoffe einfach mal, dass... Ja. 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 Das war, glaube ich, wieder so ein Feuertyp. Der Typ kommt erst dort ganz hinten. So. Ah, hier ist noch einer. Okay, ich mache mal sicherheitshalber wieder Gadgets Konfekt. Hier ist auch noch einer. Und ich glaube, das ist der letzte, oder? Müsste das nicht der letzte gewesen sein? Ne, hier ist noch... Irgendwo hier ist hier noch einer. Oh, hallo. Also gegen die, die nicht mit den Feuerdingern kämpfen, kann man so echt gut gewinnen. Und ist das hier... Das ist tatsächlich der Raum, der... Wo man... gegen die, den Typen kämpft, gegen am Anfang halt jetzt hier den einen, wo ich Pariergott bin, und der andere, also später dann, der einsame Schatten oder wie auch immer dieser Gegnertyp heißt. Ich meine, wir könnten jetzt da runter gehen, aber da sind, glaube ich, nur Echsen und sonst nichts. Das sind keine Items jetzt, erst später. Das sind nur Echsen, keine Items. Also, warum zur Hölle sollte ich dorthin gehen? Ah, doch, da... Nee. Nee, das ist auch nur eine Echse. Ich dachte, das wäre ein Item, aber da wollte mich die Echse tricksen. Nee, nee, so nicht. Ja. Nee, okay, gegen die kann man definitiv nicht so gewinnen. Nein, Alter, die haben ja halt so ewig... Die greifen halt 10 Sekunden lang ohne Pause eventuell an. Alter, ich mag diesen Gegnertyp nicht. So, komm. Ja, danke. Okay. Der mit den Feuerdingern, die mag ich echt nicht. Gott sei Dank gibt es, glaube ich, nur die drei im ganzen Spiel. Und diese haben wir jetzt hinter uns. Keramik-Splitter, hier war der eine komische Selbstmordattentäter. Genau. Haha. Ja, darauf bin ich selber gekommen. Dass man einfach hier weglaufen kann. Ich bin, glaube ich, beim ersten Mal immer, habe ich den geblockt und, oder pariert und bin etwas mit Schaden gekommen. Da unten ist der Kopflose. Wir können... Ich glaube übrigens, die Reihenfolge, die ich machen werde... Ach ja, übrigens, hier gibt es einen Skip. Den habe ich mal gesehen, der ist echt schwierig, habe ich ausprobiert. Und zwar, man springt hier so rüber und kommt dann irgendwie direkt vor Genichiro. Also hier ist quasi dann für die direkt vor Genichiro, wow. Vor allen Dingen, man muss Anlauf nehmen, aber hier Anlauf nehmen in dem Türrahmen ist echt ein bisschen schwierig. Ich versuche jetzt einfach mal ein, zwei Mal, während ich was sagen möchte, und zwar... Ich krieg das einfach nicht hin. Das ist echt schwierig.
Und zwar, was ich sagen wollte, ist die Reihenfolge, in der wir wahrscheinlich das Late Game machen. Also Late Game, also alle nach Genichiro dann gleich, mehr oder weniger. Das war definitiv ein Kürbissam. Ist folgendes, ich möchte zuerst die Quest Richtung Verlassenes Verlies, Mibu, also Dorf Verlassenes Verlies, Dorf Mibu machen, um tauchen zu können. Dann möchte ich zum Senpo-Tempel, weil ich ihn einfach mal nicht als letztes machen möchte. Und danach möchte ich ganz am Schluss zum Affen und zum Vergessenen Tal. Ich meine, das Vergessene Tal als erstes zu machen, könnten wir, aber das ist dann wieder, dann haben wir die Reihenfolge von unserem ersten Durchlauf. Obwohl es halt Sinn machen würde, weil wenn man den Affen zuerst macht, bevor man zum Dorf Mibu geht. Wobei, lass mich kurz überlegen. Eigentlich muss man nur zuerst den Affen machen. Wobei, nee, das ist dann derselbe Weg. Ach, scheiße. Wir gehen definitiv zuerst. Gehen wir zuerst zum Senpo-Tempel, habe ich gerade beschlossen. Weil, warum nicht? Vielleicht. Okay, wir können, wir sollten, wobei, nee, wir gehen unten rum runter dann. Habe ich gerade beschlossen. Ah, du bist, genau. Ja. Ja, wie gesagt, das, wir müssen erstmal zu Genichiro kommen und ihn besiegen, dann können wir uns den Rest überlegen. Oh. Jetzt mal erstmal die drei. Jetzt darf ich nicht hier lang gehen, weil sonst sehen mich die, die da drinnen sind. Wir werden übrigens heute noch eine der Sachen sehen, die ich tatsächlich nicht gemacht habe in meinem ersten Durchlauf. Ja, und apropos, was ich auch machen könnte, ist eigentlich, ja, ich habe gerade kein Keramikding ausgerüstet, aber eigentlich kann ich hier ein Keramikding hinwerfen. Auf den Typen da. Hoffe ich einfach mal, dass das klappt. Und dann kommen die hierher. Und ich kann den ersten schon wegschnetzeln. Nein, du sollst herkommen. Hallo? Ja, okay, kommt beide her. Ich kann aber einen Schluck trinken, weil das dauert ein bisschen. Also ganz langsam geht auf mich zu. Ich weiß nicht, wer von beiden. Egal. Dann halt du. Oh, der hätte mich gar nicht bemerkt, wenn ich mich nicht von der Wand gelöst hätte. Au. Oh. Das war ein Mikiri-Konter, den ich nicht gesehen habe. Das ist nicht. Alter, hier ist Wand! Ich dachte, hier geht's direkt weg. Ich habe das Eck nicht bemerkt. Trau denen halt kein Mikiri-Ding zu, weil der schaut halt so schwächlich aus, gefühlt. Nein! Oh, ich hab den Mikiri-Konter pariert. Oh, jetzt habe ich mal Mikiri gedrückt, obwohl er schon am Boden war. Okay, alles klar, also. Ja, wir haben übrigens immer noch keinen Fähigkeitspunkt, weil wir brauchen inzwischen 12.000 knapp. Wobei der nächste Fähigkeitspunkt ist in 300, also das sind die nächsten Gegner. Aber erstmal, bevor wir zu den nächsten Gegnern kommen, gibt's hier was? Hier ist so ein Banner, wie im Hirata-Anwesen. Und Banner heißt Geheimraum.
den habe ich auch noch nicht gesehen, was hier drinnen ist, aber ich habe nur gesehen, dass man das machen kann. Und hier sind Items. Geht's hier noch weiter? Wie gesagt, ich weiß... Ah, hier ist tatsächlich... Okay. Hier geht's aber nicht in die Richtung weiter, oder? Schwerer Geldbeutel, okay. Nein, falsch. Leichter Geldbeutel. Nee, hier geht's tatsächlich nicht weiter. Und eine Kiste. Da kann eigentlich kein Kürbissamen drin sein, weil wir haben schon maximal Kürbissamen gehabt, oder? Oh, aber hier ist eine der Gebetsperlen, die uns fehlt. Das heißt, es gibt dann doch nur zwei Minibosse in dem Areal, wo ich nicht war. Weil, wie gesagt, das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nicht, wie viele Minibosse sind. Ich weiß, es gibt einen Boss und ich weiß, wer das ist. Leider. Aber ich weiß nicht, dieses eine Areal, wo ich nicht war, weil ich halt nicht auf das Ende gegangen bin, weiß ich einfach nicht, was für Minibosse es sind, welche Minibosse das sind, wo diese Minibosse in dem Areal sind. Achso, Moment, genau. Ich kann jetzt nicht da lang, sondern muss hier rüber. Weil da drüben ist die Tür ja von der anderen Seite versperrt. Also, ich würde wahnsinnig gerne den Typen hier anlocken, aber ich glaube, das geht nicht. Natürlich, außer ich krieg's hin. Moment, dafür verwende ich jetzt ein normales Konfekt. Weil wir haben ja... Wir haben noch 20, also das ist jetzt nicht das Problem. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Genau, und... Double Stealth Kill, weil ihr ein bisschen behindert seid. Also, weil der Gegnertyp behindert ist. So. Hier gab's nix. Wie gesagt, ich weiß von dem, was wir gerade gesehen haben, und dann noch von einem ganzen Areal, was ich nicht gesehen habe. Sonst... Ja, und von den Enden halt her, aber sonst bin ich auch nicht... Also 100% werde ich vielleicht auch nicht hinkriegen. Da ist nochmal was zum Anschauen, aber erstmal holen wir uns hier den Speicherpunkt, also die Figur. Dann würde ich sagen, oh, Moment, wir müssen ja noch auch aufs Dach. Wobei aufs Dach, ja komm doch, gehen wir den Weg aufs Dach. Erstmal hier mit Emma die Konversation. Lady Emma, tell me. What has caused the state of this man? The rejuvenating waters. That is what it is called. Are you telling me that this is Ashina's secret weapon? I am. Those who drink it cannot fully die. No, they become unable to die at all. The rejuvenating water, it also... It springs from the dragon's blood, does it not? Yes. Lady Emma. I do not believe the dragon's blood is sacred. Not at all. Jetzt ergibt das auch Sinn. Der Drache, der nicht Endboss, aber der Vorendboss gefühlt, der Blitzdrache, der ist am Palast der Urquelle, dort im Heiligsten. Und bei dem Palast der Urquelle kommt das ewige Wasser raus. Und dieses ewige Wasser hat dann das eine Kind am Senpo-Tempel unsterblich gemacht. Weil wir können das ja nicht mal angreifen. Soweit ich weiß. Oder zumindest so in die Richtung. Ah nein, scheiße. Ich rechne halt nicht mit dem... Nein! Ich rechne halt nicht mit sowas, wenn ich direkt vor ihm stehe. Okay, Gott sei Dank. Oh, Keramiksplitter, sehr nützlich. Okay, bei denen hier muss ich definitiv auch nochmal Gatchins Konfekt einsetzen. Und dann wahrscheinlich... Oh, wir haben da oben gar nicht gerastet. Und dann wahrscheinlich... Nein,
Und dann wahrscheinlich hier die Keramiksplitter kann ich wieder entrüsten, weil die verwirren mich nur. Werde ich definitiv jetzt einen von denen hier machen, dann werde ich weglaufen, den anderen machen und den letzten mache ich dann regulär, hoffe ich mal. Oder ich mache den regulär und der andere. Genau, weil der hat mich noch nicht bemerkt. Und den hier sollte ich jetzt eigentlich... Komm. Komm hier auch. Weil das keiner von den Feuertypen ist. Sollte ich den eigentlich so hinkriegen. Und den letzten... Sollte ich jetzt dank dem hier immer noch hinkriegen. Ah, nein. Aber das ist nur ein normaler. Das heißt, den sollte ich, wenn ich ihn in die Ecke getrieben habe, mit normalen Angriffen eigentlich platt machen. Ja. Wundervoll. Und damit sind wir, ich habe nicht gelogen, vor Genichiro. Oh, hier ist gar nicht Ishin. War der beim ersten Mal auch nicht da? Oh, Ishins Abschied. Haben wir das gelesen? Ich erinnere mich jetzt nicht dran, aber eine von Ishin im Wachturm zurückgelassene Notiz. Vielleicht kennt Emma seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Liebe Emma, vor dem Tor der Ashina-Burg wird das Hauschen immer lauter. Der Tengu kümmert sich um die Ratten. Sorge dich nicht, Ishin. Ich glaube, ich habe das nicht gelesen oder ich habe die Meaning von dem voll vercheckt. Weil das ist doch 100% der Beweis, dass der Rattenfänger von Ashina ist. Nicht der von Notre Dame, aber der von Ashina. Wenn man möchte, kann man von hier übrigens auch wieder zurück auf dem Weg. Das ist ja cool. Ja, aber wir haben immer noch zwei Sachen, die wir nicht gemacht haben, bevor wir zu Genichiro gehen. Also es... Wir könnten direkt zu Genichiro sind. Also ich habe mein Wort vom Anfang gehalten. Wir sind vor Genichiro. Ich hätte nur aufs Dach jetzt hoch müssen. Aber wir werden natürlich vorher noch unten den unteren Bereich der Burg ausmergeln. Müssen noch hier den Miniboss machen. Und wir müssen uns natürlich noch anhören, dass die einen Typen Salz wollen, um die Nebenquest vom Händler, der sein Geschäft ausbauen will, zu vervollständigen. Ja, und das alles sehen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, heute etwas kürzer, weil der Part am Samstag auch noch kommen soll. Wird eh zu spät sein, sorry dafür, aber sorry, nein, sorry dafür. Ja, dann wünsche ich euch trotzdem schönen Samstag. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Sekiro New Game Plus. Bis dahin. Tschüss, Leute.